told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles mit der Mod Age of Kadimitos. Ja, ich stehe hier mitten in der Wüste und das hat den Grund, dass ich immer noch mit der Säuberung zugange bin. Und deswegen habe ich jetzt hier mal eine Sandsteinhütte hingezaubert. Hier stehen nur unsere drei Brood Ladies. Dahin ist noch unser Hund und eine Schatzkiste. Da in dem Haus habe ich nur einen Brunnen drin, weil ich hier ja doch immer wieder durstig werde. Ja. Ein Portal nach Hause. Essen für unsere Begleiter. Essen für unseren Hundi. Die Schatztruhe. Sind jetzt gerade mal 1000 Gold habe ich da reingetan. Ich habe hier noch eine Truhe. Oh, noch ein bisschen Gold und ein paar Schätze habe ich mitgenommen. Und ich würde jetzt einfach mal hier die Horde gleich starten. Also die Horde, falsches Spiel. Die Säuberung. Und mal gucken, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Also wenn es hier nicht funktioniert, dann gebe ich auf. Dann weiß ich es auch nicht mehr. Kann natürlich sein, dass die unsere Schatztruhe jetzt erreichen. Wäre mir aber relativ egal. Dann sollen wir nicht verschweigen. Meine Krom-Münzen sind wieder da. Das heißt, wir gehen auch direkt in den Battle Pass und kaufen uns den Battle Pass. Yay. Zurück. So. Ich bin ja einmal kurz, ganz kurz drüber geflogen. Ja, kann man jemanden in der Taverne bestimmt anziehen. Muss aber nicht. Witterkopf. Nicht so meins. Den Banner finde ich ganz schick, aber hat nichts mit unserem Clan zu tun oder so. Deswegen. So ein Tavernenschild, ja, finde ich ganz gut. Das sieht auch ganz nett aus, glaube ich. Tavernenwache. Okay. Ja. Fässer. Achso, da sind dann immer direkt unsere Clan-Symbole drauf. Nehme ich mal an. Weil wir ja die Schwerter gerade haben. Ja, wenn ich jetzt einen Elfen spielen würde, fände ich das schon cool. Ist das ein Reittier? Oder einfach nur ein Haustier? Wenn es ein Reittier wäre, super, aber wahrscheinlich. Naja, ist ein Haustier. Ein Reittier haben sie nicht angekündigt. Bisschen Deko, Tisch. Den Tisch finde ich ganz hübsch. Emotes, ja. Habe ich nicht so mit. Finde ich nicht so sinnvoll. Naja, wenn man vielleicht ein Bärengehege hat oder so. Ja. Ja, je nachdem, welches Setting man spielt. Die lassen sich immer so schwer erkennen, aber ein bisschen Deko in der Lampe ist nie verkehrt. Feuer mit dem Spanferkel drauf. Achso, Hand drauflegen mit dem Messer. Ja, ja. Ich. Wandbild mit Illusion. Ja, Kriegsbemannung ist eh nicht meins. Ein Bär. Eine Axt. Raufbewahrung von Elfässern.
bin ich ganz gut. Hat auch alles so den Vanya-Stil, ne? So ein bisschen. Einfacher Tavernentresen. Ja, Stil der Vanya tatsächlich. Captain Obvious. Ich sehe schon, wenn wir nochmal neu anfangen, dann spielen wir als Vanya. Achso, sie rülpst. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als würde sie rülpst. Ein Krug, Stück Käse. Blauschimmelkäse. Ja. Das finde ich gut. Och. A fine harvest of riches. Very fine indeed. Eine Bank passend zum Tisch. Das Emote ist natürlich. Das ist gut. Das mag ich. Noch mehr schöne Bilder. Das Tavernenschild, der Bär, absolutes Highlight. Den muss ich einfach haben, der ist so knuffig. Wieder irgendeine Bemalung. Token der Erinnerung und ein Öfchen. Ja, ich glaube, overall besser als der letzte. Aber, naja, egal. Sollen wir jetzt auch nochmal kommen? Wo wir einmal dabei sind. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Hier gibt es wohl schon, habe ich gelesen, arge Probleme mit Snappoints oder so. Aber es sind immer nur einzelne Leute, die sowas berichten. Da weiß man nie. Ja, langweilig. Finde ich zumindest. Also, Zwingerkäfig, Apotheker-Collection. Das mit den Bücherregalen finde ich schon cool, aber wir kriegen Bücherregale, eine Leiter und das, nee, aber die Preise. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So. Have you come for the latest total? Ich bin gespannt. Du auch? Du nicht, ne? Ich tangiere das hier überhaupt nicht. So, ihr könnt kommen. Hallo? Oh, hab ich mich erschrocken. Meine, ich bin aber auch schreckhaft. Ja, ich bin gespannt. Gibt mir auch Gelegenheit, mich so ein bisschen mit dem neuen Kampfsystem auseinanderzusetzen. Eigentlich erstmal gar nicht einmischen. Sie hat ein bisschen was verloren. Hast du gerade auf Doko geschossen? Das war ein Fehler. Ich glaube, ich habe nicht eingestellt, dass die trinken. Oh.
Upsi. Eiche. Wow, an das Kampfsystem muss ich mich aber echt noch gewöhnen. Blood of the serpent. Enemies at the gate. Ach, nee, ey, das ist ja furchtbar. Das Kampfsystem ist furchtbar. Das hat richtig, Doggo. Schön One hinten. Bin halt nicht, das ist, oh Mann, ey, mit der. Sich jetzt jedes Mal manuell in die Richtung zu drehen. Boah. Alter, ich komme gar nicht klar. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar, auf dieses Kampfsystem. Challenge me. Oh. Identify yourself. Ich bin Mama. Guck mal, wie schnell der Boss geworden ist. Im Vergleich zu uns. Wie schnell der reagieren kann. Meine Herren. Oh. Der Boss dreht sich wesentlich schneller als früher. Und wir wesentlich langsamer. Boah, das ist oh, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Ich hoffe, ich habe jetzt direkt eine Tavernenkeeperin drin, dann haben wir es erledigt. Wenn nicht, muss ich es noch ein paar Mal machen. Das sieht nicht nach einer Tavernenkeeperin aus. Ein Bogenschütze, na toll.
Den nehme ich mit. Ja, Essen, ein bisschen das. Bisschen Gold. Bisschen Silber. Der Rest ist, machen wir eine Dekopuppe mit, oder? Ich bin echt überladen. I can't believe it. Was ist denn das? Zauberstab, okay. Ja, die Deko-Sachen nehme ich mal mit. Ach, das kann ich auch brauchen. Und da kann ich auch untersauen. Jetzt bin ich eh überladen. Jetzt ist es egal. Nehmen wir das noch mit. Das. Das. Herz eines Helden. Vielleicht müssen wir das mal essen. Ach, das brauche ich auch. Und, eigentlich brauche ich alles. Nein, reicht. Ja gut, ja, Stufe, wieso? Wir sind auf Stufe 2. Hätten da nicht zwei Käfige sein müssen? Ich weiß es nicht. Ja. Das neue Kampfsystem ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Viel schlimmer. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich darauf einstellen kann. Ich werde es müssen, ne? Ich meine, es sieht ja noch rund 4 Wochen. Es sei denn, sie entscheiden sich doch noch ihren Firmenurlaub zu verschieben. Ich habe jetzt auch nicht mehr auf Twitter geguckt oder so. Vielleicht passiert da ja noch was. Ja, jetzt muss ich nur noch rausfinden, was die Jungs und Mädels bei meiner eigentlichen Base stört. Such a pretty sight. Tidy books and coffers graved with glittering gold. Tun wir erstmal alles hier rein. Das natürlich nicht. So, wir haben einen Schlüssel über. Na gut. Moment, war hier nicht auch noch. Da. Ist doch ein Schatz, ne? Ja. Valaris. 1700 und Brat. Brat, Brat. Gut, tun wir das Essen da rein. Ja, ich würde sagen, ich bringe jetzt die Bogenschütze nach Hause. Und dann werde ich wohl hier noch 1, 2, 3 Runden machen. Und melde mich dann wieder, wenn ich die Tavernenlady bekomme. Weil mehr als die Säuberung jetzt hier zu machen, fällt mir gerade auch nicht ein. Gut, ich würde mal sagen, bis gleich. Jo, da bin ich dann auch wieder zurück in unserer Base. Ich habe jetzt noch 2-mal die Säuberung gemacht. Auf Stufe 2. Wir haben noch eine Tänzerin Stufe 3 bekommen. Und eine Named Trägerin, also eine Trägerin mit Namen. Ja, und das Wichtigste, wir haben unseren Tavernenwirt bekommen, der uns sagt, dass er kein guter Kämpfer ist, wenn wir mit ihm sprechen. Aber zum Kämpfen ist er auch nicht hier. Und dann müsst ihr einmal noch, ich glaube, bei, was war Dekoration? Da. Das Tavernengebäude freischalten. Ich musste jetzt gerade einmal das Spiel neu starten. Weil er hat mir nicht angezeigt, was er haben will. Also 80 Holz
und 10 Eisenverstärkung. Die holen wir jetzt mal eben und dann gucken wir mal, dass wir unsere Kneipe hier eingerichtet kriegen. Ich hoffe, ich habe noch Holz. Sieht schon wieder schlecht aus. Nee, da. 80 Holz. Und 10 davon. Und dann bauen wir mal unsere. Dankeschön. Den nehmen wir mal eben an die Seite. Gehen wir dahin. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die hier einpassen. Ich denke mal so. Ist hier noch Platz und wir können aber hier den Tresen auch noch verlängern. So, wie kriege ich dich jetzt? Bewegen. Ja, nicht als Gast. Aber das ist auch eine coole Gelegenheit. Impressive. Ja, wir haben ja draußen noch eine Tänzerin. Ah, das finde ich gut. Das, ja, da habe ich Spaß dran. Dass man die NPCs jetzt da hinsetzen kann und so. Die trinken nur Milch. Finde ich gut. So, was kannst du oder was kann die Taverne denn jetzt? Drink or talk. Or both. Reden, handeln, was können wir denn handeln? Okay, wir können auch Essen kaufen, wenn wir es wollen. Ja. Okay. Drink or talk. Kontakte verpflichten. Iskalunschwert. Für 8 Sekunden oder für 8 Stunden? Ist der dann wieder weg? Lass in der Taverne Söldnerbanner und andere Vorräte für die Schlacht verkaufen. Tausende, was heißt denn das hier drunter, die Uhr? Hält der für 8 Stunden? Nö, will ich nicht. Ah, what can I get you? Nix. Ah, go about your business. I'll be here, boring and listening. Oh, das finde ich gut. Jetzt habe ich natürlich alle Sachen drüben. Ich würde jetzt ganz gerne. Habe ich ja noch. Ich würde nur mal eben. Was ausprobieren wollen. Und zwar. Mit anderen Sitzmöbeln. Habe ich irgendwie gerade keine. Drüben habe ich welche. Mein Hund. Ich habe hier noch kein Portal aufgestellt. Ich hab's aber jetzt mit den Türen, ne? Da. Und die Bogenschütze haben wir auch noch. Jo, pass auf, dann machen wir jetzt mal eben. Yeah.
Schlüssel. Wir nehmen es erstmal so. Ach, jetzt muss ich. Ach Mann, ich vergesse das immer wieder. So, nehmen. Mach die Farbe jetzt nochmal anders. Damit es halt eindeutig ist, wo es hinführt. Jo. Katsching. Holzbank, Stuhl, Tisch, Schemel. Bett. Okay, ah, das. Kopfbedeckung, Brust. So. Nein. War das alles? Ein Sitzmöbel. Sieht so aus. Die drei holen wir dann gleich hier wieder weg. Ja, die vier. Oder später, nachher, wie auch immer. So, komm du mal her. Zieh dich mal um. So, kriegst du mal hier die Sachen an. Ah, jetzt habe ich die Handschuhe vergessen. Na ja, egal. Kannst auch da immer mitkommen. Folgen. Und hier die Sitzmöbel ausprobieren. Such a pretty sight. Tidy books and papers. Grab it with glitter. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Holzstuhl. Einfach mal zum Testen. So, kann ich dich jetzt da hinsetzen? Ja, kann ich. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Beste Änderung ever. Oh, ja, 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 ja. Ich sehe mich hier schon, Stunden verbringen mit Möbelbaum. Oh, das können wir überall machen, ne? Wir können jetzt überall Möbel hinbauen. So rum, ne? Das wäre natürlich schön gewesen. Was hat's so? Einigermaßen. So.
Leider nicht identisch mit dem, aber vielleicht gibt's das ja noch oder kommt noch. Ja, aber das ist cool. Da können wir hinterher richtig Leben reinbringen. Ja, das gefällt mir. Muss ich ja jetzt doch mal festhalten. Nach den nicht so erfreulichen Sachen. Die letzten Stunden haben wir jetzt mal richtig was Schönes. Was mich allerdings immer noch nicht so ganz über das Kampfsystem hinweg tröstet. Da bin ich immer noch nicht begeistert, weil es einfach Mist ist. Brauche ich ihn. Weg. Ich will auch zerlegen. Guti. So, die anderen Möbel. Weiß ich auch nicht, wo ich die tue. Ich muss so dringend aufräumen. Kiste voll, das ist am schlimmsten. Ja. Habe ich hier noch Möbel? Oh, warte. Die sollen da eigentlich nicht mehr drin sein. Ich fange ja an zu sortieren. Aber geht ja nur immer so zwischendurch, ne? Such a pretty sight. Tidy books and coffers. Grab it with. Ich habe mittlerweile drei von diesen Typen hier rumstehen. Einen über mir, einen unter dem Eingang der Base und jetzt einen drüben. Oh Mann. Uiuiui. Es tut mir leid, ich werde gerade ganz, ganz fürchterlich müde. Aber da hat man ja keinen Einfluss drauf. Also ich wäre jetzt wirklich wieder völlig glücklich, wenn das mit dem Kampfsystem nicht wäre. Das ist etwas. Guck mal, wie viel Holz wir hier noch haben. Wo ich wirklich nicht drauf klarkomme. Weil das wirklich, 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 wirklich schlecht ist. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, dass es schlecht ist? Es ist grottenschlecht. Ich glaube, ich werde mal die ganzen Waffen und so zusammensuchen. Die vielleicht mal aufhängen. Mal gucken. Okay, ich habe jetzt. Ich muss mal ein Fenster aufreißen oder so. Gerade wild hier. Naja. Die Tage waren auch lang, die letzten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. You're trying to stay strong and fake a smile until I